Edenreha, die Reha-Klinik der Nationalmannschaft. Per Mertesacker. Sebastian Schweinsteiger. Manuel Neuer. Und seit 2 Wochen Martin Mendel. Empfohlen vom Bundestorwarttrainer Andreas Köpke. Ist es so, dass sich auch Pascal Köpkes Papa, der Andi Köpke, wirklich bei mir gemeldet hat und mir Hilfe angeboten hat, wofür ich ihm sehr dankbar bin, denn hier einen Platz zu bekommen ist nicht ganz so einfach. Hier gibt es viele Bewerber für die Plätze in der Reha. Ja, und umso glücklicher bin ich, dass das hier geklappt hat, denn bin ich hier tagsüber wirklich gut betreut und habe hier wirklich einen guten Ablauf, habe die beste Möglichkeiten, um mich gut zu regenerieren, und insofern bereue ich diesen Schritt, auch wenn es schwerfällt, so weit weg zu sein von der Mannschaft, bereue ich das, kein bisschen hergegangen zu sein. So ein Reha-Tag in Donaustauf kann dann schon mal 10 Stunden dauern. Ja, ich wache morgens in meinem Hotelzimmer auf und gehe dann erstmal auch im Hotel frühstücken. Ja, und danach mache ich mich auf den Weg hier zur Reha. Geht dann meistens los morgens mit Fahrradfahren, mit Handergometer und dann mit den Übungen an den Geräten. Ja, und dann habe ich meistens Behandlung, manuelle Therapie, Stromtherapie. Dann gehe ich hier zum Mittagessen, und nach dem Mittagessen habe ich meistens ein paar Minuten Luft, wo ich dann mal ein bisschen spazieren gehe, und dann geht es weiter eigentlich mit dem zweiten Training am Tag und danach Massage, am Ende noch ein bisschen ausrollen mit den anderen Sportlern hier im Haus, und ja, so ist dann mal ein Tag von 8 bis 18 Uhr ganz schnell rum, und dann sehe ich immer noch zu, dass ich mir abends irgendwo was zu essen organisiere, und ja, dann falle ich eigentlich fast tot ins Bett. Also ich bin meistens auch sehr platt dann abends, wenn ich wieder ins Hotel zurückkomme. Und wie geht es denn im Ellenbogen? Sind Fortschritte bemerkbar? Ich habe auf jeden Fall, seitdem ich hier bin, schon Fortschritte gemacht. Diese Fortschritte sind trotzdem mit Vorsicht zu genießen. Also es ist ja trotzdem eine komplizierte Verletzung, die noch ein bisschen länger dauern wird. Also es darf jetzt keine falsche Hoffnung entstehen, weder bei mir noch bei irgendjemand anders. Trotzdem ist es so, dass der Arm, seitdem ich hier bin, seit knapp einer Woche jetzt, deutlich beweglicher ist, und ich jeden Tag eigentlich so kleine Fortschritte mache und anfangs sogar relativ schnell relativ große Fortschritte gemacht habe und sich das jetzt so ein bisschen bei kleinen Fortschritten einpegelt. Aber Tag für Tag wird es ein bisschen besser. Ich merke auch, wie im Ellbogen alles Tag für Tag besser zusammengewachsen ist. Ja, und dadurch der Ellbogen ein Stück weit belastbarer wird. Und ja, deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, und mir macht das Arbeiten dann halt dadurch halt auch viel Spaß, weil man sieht, es geht halt voran, auch wenn es zwischendurch wirklich sehr anstrengend ist. Da wird auch schon mal der operierte Ellenbogen mit einem Gummiband abgeschnürt. Es sah bestimmt auch ein bisschen beängstigend aus jetzt für einen Außenstehenden. Also Flossing nennt man das Ganze. Dabei wird halt wirklich das komplette Gewebe von so ein bisschen unter Blutarmut gestellt. Das Blut wird rausgedrückt, und dadurch ist man halt in dem Moment ein Stück weit eingeschränkt, na klar, aber man versucht trotzdem durch Bewegung auch das letzte bisschen an Blut rauszupumpen, sage ich mal, und dann beim Lösen des Flossingbandes halt dafür zu sorgen, dass komplett neues Blut in den Ellbogen einschießt, und dadurch wird halt bewirkt, dass im Prinzip der ganze Stoffwechsel im Ellbogen ein Stück weit beschleunigt wird, und wie man gesehen hat, sieht es erstmal ein bisschen komisch aus, aber danach fühlt sich das dann umso besser an, wenn man dann wieder frei ist. An dem Wochenende geht es dann aber nach Hause, zu Frau und Kind. Meine Woche ist quasi von Montag bis Freitag, und dann setze ich mich ins Auto und so wie letzte Woche fahre nach München, oder jetzt diese Woche fahre ich nach Aue, gucke mir das Spiel an, und dann ist Wochenende Zeit für die Familie, wo ich dann die Zeit auch intensiv nutze, um Familie zu besuchen, unsere Eltern zu besuchen, Antons Großeltern zu besuchen, ja, und natürlich in erster Linie mit meiner Frau und mit meinem Anton halt Zeit zu verbringen, zu spielen, was halt unter der Woche auf der Strecke bleibt, und ja, das ist schon teilweise nicht ganz so einfach, dann am Wochenende loszufahren, beziehungsweise dann immer am Montagmorgen loszufahren und den Kleinen alleine zu lassen, der mich auch letzte Woche gefragt hat, ob ich jetzt für immer weggehe. Also das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, wenn ich dann los muss, aber umso größer ist dann die Wiedersehensfreude, wenn ich dann Freitag dann wiederkomme. Die Fortschritte im Ellenbogen sind bemerkbar, aber es wird noch eine Weile dauern. Ich bin Fußballer und ich möchte auf dem Platz stehen und möchte dort mitwirken, und das jetzt so von draußen sehen zu müssen, wie meine Truppe dort sich wirklich reinhaut und Gas gibt und ich halt nicht
Teil des Ganzen sein kann, sondern nur zuschauen kann, nicht einwirken kann. Das ist schon schwierig, das wird auch nicht einfacher von Spiel zu Spiel, sondern eigentlich ist es eher so, dass Tag für Tag so diese Vorfreude immer weiter steigt, irgendwann wieder selbst auf dem Platz stehen zu können. Leider ist es so, dass ich im Moment noch nicht absehen kann, wann das der Zeitpunkt oder wann dieser Zeitpunkt gekommen sein wird, aber ja, ich gebe hier Gas, damit ich den Jungs schnellstmöglich wieder tagtäglich auf dem Trainingsplatz beiseite stehen kann und ja, ich den Jungs auch wieder helfen kann.